Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Vlog. Heute teste ich einen anderen Elmas Glue, und zwar den durchsichtigen. Hier kann man sehen, schön durchsichtig ist der. Der ist heute im Paket aus Amerika angekommen und den will ich natürlich gleich ausprobieren. Die Flasche ist leider kleiner als die Flaschen von dem weißen Kleber, aber für einen Slime reicht so eine Flasche locker aus. Das sind 147 Milliliter, das ist sowieso eine Menge, die ich eigentlich ganz gerne für Slimes verwende. Und ich dachte mir, in diesem Video versuche ich erstmal einen Fluffy Slime damit und dann mache ich demnächst nochmal ein anderes Video und da versuche ich einen Clear Slime, entweder also ganz durchsichtig oder leicht eingefärbt, aber ohne Rasierschaum, so dass er so durchscheinend wird oder ganz durchsichtig. Mal sehen. Übrigens, über ganz unterschiedliche Slimes habe ich schon mehrere Videos gedreht. Am Ende dieses Videos und unten in der Infobox findet ihr einen Link zu diesen Videos. Jo, und jetzt teste ich den erstmal als Fluffy Slime. Ah, für alle, die nicht wissen, was es mit diesem Elmas Glue auf sich hat, das ist ein Kleber, der den Kunststoff PVA enthält. Und dieser Kunststoff ist nötig, um Slime zu machen. Und es gibt in Deutschland ja auch verschiedene Kleber, die dieses PVA enthalten. Aber in den amerikanischen Videos sieht man die Leute fast immer diesen Elmas Glue nehmen. Und die machen damit auch sehr schöne Slimes. Und darum ist das natürlich auch für uns interessant, ist dieser Elmas Glue irgendwie anders als die deutschen Kleber und besser oder schlechter? Ja, und das will ich jetzt ausprobieren. Der weiße Elmas Glue hat mich schon sehr begeistert. Ich fand den deutlich besser als die mir bekannten deutschen weißen Kleber. Und jetzt rieche ich mal an dem. Er riecht praktisch gar nicht. Also der Cleopatra riecht ja nach Marzipan und der Giotto riecht sehr, sehr schwach. Und dieser hier riecht eigentlich so gut wie gar nicht. Okay, und er ist auch sehr, sehr durchsichtig und klar. Also der Giotto, der ist so ein bisschen gelblich. Diese beiden Kleber sind die, die ich am häufigsten nehme, die man in großen Kanistern preiswert kaufen kann. Und aber ist zum Beispiel der Pelikan Pelifix, der relativ teuer ist und nur in so kleinen Flaschen angeboten wird, der ist auch etwa so durchsichtig wie dieser hier. Also so völlig farblos. Ja, da mache ich jetzt 2 Gramm Natron rein. Das ist normalerweise eine Natronmenge, die geeignet ist für diese Klebermenge. Und ich dachte mir, ich mache den etwas farbig. Ich habe in letzter Zeit schon mehrere weiße Slimes gemacht und jetzt muss mal wieder etwas Farbe rein. Dann nehme ich jetzt eine violette Acrylfarbe, mit der ich schon ziemlich gute Erfahrungen gemacht habe. Die macht ein schönes Lila und schadet dem Slime auch gar nicht. Und jetzt nehme ich meinen gewohnten Rasierschaum. Zum Testen von einzelnen Sachen nehme ich immer gerne ansonsten gewohnte Produkte, von denen ich schon weiß, wie die sich verhalten, weil ich will ja die Eigenschaften in diesem Fall von diesem Kleber testen. Und dann habe ich lieber die anderen Zutaten so, dass ich die schon kenne, damit es nicht dann plötzlich ist, vielleicht liegt die Andersartigkeit aber auch an dem Rasierschaum oder. Und jetzt kommt die Kontaktlinsenlösung dazu. Dann nehme ich mal wieder die Kochsalzlösung vom DM. Ja, das schleimt schon gleich ganz ordentlich, sehr gut. Okay.
jetzt lasse ich den erstmal etwa eine Viertelstunde ruhen, damit sich die Zutaten gut miteinander verbinden können. Okay, der hat jetzt etwa eine Viertelstunde gezogen. Jetzt prüfe ich mal, das fühlt sich schon noch recht klebrig an. Ja, dann mache ich mir mal Kontaktlinsenlösung auf die Hände und unten in die Schüssel rein, dann kann ich es beim Kneten eintunken. Oh, fühlt sich aber sehr gut an, wunderbar. So, ich denke mal, er ist jetzt soweit fertig. Ich kann ihn sehr schön auseinanderziehen. Er stupft sich auch gut. Also ist sehr schön elastisch. Noch ein bisschen klebrig, da muss ich vielleicht noch mehr Kontaktlinsenlösung reinmachen. Aber ich warte erstmal ab, ob der nicht durchs Kneten vielleicht von selber weniger klebrig wird. Ja, einen deutlichen Unterschied zu den mir bekannten deutschen oder europäischen durchsichtigen Klebern kann ich bisher nicht feststellen. Die sind ja auch irgendwie gut, die durchsichtigen europäischen Kleber. Aber ich würde sagen, es ist ein prima Kleber. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Slime machen und gutes Gelingen. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.